Hallo, ich bin Markus von OffroTech und möchte euch heute einmal unsere neue Heckklappen-Staubox mit Klapptischfunktion für den Ineos-Grenadier vorstellen. Ihr könnt unsere Heckklappen-Staubox anstelle der Original-Kunststoffverkleidung in der Hecktür eures Grenadiers befestigen. Wenn ihr die neue Box mit der Hecktür verschraubt habt, ist das Ganze auch schon einsatzbereit. Wir haben den Klapptisch in zwei Gummipuffern gelagert, sodass er während der Fahrt hier satt anliegt und auch auf keinen Fall anfängt zu klappern. Wenn wir jetzt den kleinen Tisch ausklappen möchten, drücken wir einfach hier so ein bisschen den Tisch ran, dann ist der Vorreiber freigegeben und wir können den Klapptisch ausklappen. Um die Neigung des Tisches einzustellen, haben wir jetzt hier die Möglichkeit an den Fanggurten die passende Höhe einzustellen, sodass der Tisch also einigermaßen sauber ausgerichtet ist. Und dann könnt ihr auch schon quasi loslegen mit dem Kochen und mit dem Essen zubereiten. Die Küchenutensilien zum Beispiel, Gewürzdosen oder Holzbrettchen oder Besteck, könnt ihr ganz bequem in diesem kleinen Fach hier unterbringen. Zur Sicherung haben wir hier zum Beispiel jetzt mal einen kleines Expanderband vorgesehen. Das ist in der Höhe verstellbar. Also wir haben hier mehrere Bohrungen vorgesehen, dass man auch kleine und große Teile befestigen kann. Und um die ganze Arbeitsfläche zu vergrößern, habt ihr nochmal die Möglichkeit, eine integrierte Holzplatte auszuziehen. Somit erweitern wir den ganzen Tisch nochmal um ca. 40 cm. Hier können auch Sachen abgelegt werden, Obst zubereitet werden, eine Kaffeetasse, Kaffeekanne und so weiter abgestellt werden. Ja, und wenn ihr dann euer Essen zubereitet und genossen habt, dann könnt ihr den Tisch wieder einschieben und die Box dann durch Hochklappen wieder in die Reiseposition bringen. Ja, und das ist auch schon das Ganze. Wenn ihr Fragen, Anregungen habt, dann könnt ihr uns gerne kontaktieren. Wir freuen uns auf euren Besuch bei uns im Shop. Tschüss!